Heute spreche ich über ein paar besonders coole Wörter, die man verwenden kann, um deine Sätze besser zu machen. Sie heißen Gradpartikeln. Heute konzentrieren wir uns auf die Gradpartikeln, die Verstärkung ausdrücken. Das erste Wort auf der heutigen Liste ist sehr. Du hast dieses Wort wahrscheinlich schon seit langem gekannt, aber um die anderen Wörter besser zu verstehen, müssen wir wirklich wissen, was sehr bedeutet und wie man es verwenden kann. Wie alle Wörter auf der Liste wird sehr verwendet, um ein Adjektiv, Adverb oder Verb zu verstärken. Sehr bedeutet so viel wie in hohen Massen. Jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele. Ich habe das Eis sehr genossen. Das ist ein sehr schönes Bild, das da hängt. Bitte sehr. Danke sehr. Wenn man etwas ausdrücken will, kann man besonders verwenden. Besonders bedeutet vor allem oder ausdrücklich. Zum Beispiel: Die Nachspeisen waren sehr gut. Das Eis hat mir besonders gefallen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich mag die Bäume besonders. Im Winter wird es früh dunkel, aber heute ist es auch wolkig. Deshalb wurde es besonders früh dunkel. Es muss nicht immer positiv verwendet werden. Zum Beispiel: Deine Haare sehen heute besonders hässlich aus. Ein Wort, das oft mit sehr verwechselt wird, ist echt. Obwohl sie beide really auf Englisch sein können, hat echt etwas mit Realität zu tun. Alles, was nicht nachgemacht, nicht imitiert, nicht verfälscht, nicht vorgetäuscht ist oder was wirklich vorhanden und nicht nur scheinbar existiert, ist echt. Zum Beispiel: Das ist kein echter Apfel. Das ist echt cool. Ich liebe dich. Echt? Ist der Ring echt Gold? Ein anderes Wort für real im Deutschen ist wirklich. Man kann echt und wirklich abwechselnd verwenden, aber sie unterscheiden sich manchmal ein bisschen. Echt verwendet man eher mit materialen Objekten und wirklich mit idealen Objekten. Zum Beispiel: Deutsch beizubringen ist eine wirkliche Begabung. Der Komiker war wirklich lustig. Herr Antrim ist nicht wirklich talentiert. Ich liebe dich. Wirklich? Das ist wirklich cool. Wenn etwas gänzlich oder völlig ist, kann man das Wort total verwenden. Mit diesem Wort kann man ausdrücken, dass es nicht nur ein Teil einer Sache ist, sondern das Ganze. Ich habe die Prüfung total vergessen. Dieser Politiker spricht immer nur totalen Unsinn. Ich bin total begeistert von dem Film. Er ist total bescheuert. Ziemlich. Somewhat. Fast das Gegenteil von total ist ziemlich. Man verwendet dieses Wort, um zu sagen, dass etwas einigermaßen ist. Das ist nicht das Ganze. Es war heute ziemlich warm. Gestern war es ziemlich kalt. Du fährst ziemlich schnell. Mein Kind ist ziemlich wählerisch, wenn es um das Essen geht. Das ist die Liste für heute. Hast du das total verstanden oder ist es noch ziemlich schwer? Schreib mir ein paar Beispiele in die Kommentare und ich werde sie korrigieren. Thank you for choosing to learn German with me. If you're looking to take your German learning to the next level, subscribe to this channel and get 2 videos each week from me. If you support this channel on Patreon, you can also get a copy of the script for every video I upload, along with a worksheet and an answer key. If you're just starting to learn German, check out my German for Beginners playlist here on the left. If you've been learning German for a while but you're still looking to learn more, check out my Intermediate playlist on the right. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!